Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Fußball for Fans. Ja, heute habe ich ein neues Bundesliga-Transfer-Quiz für euch. Heute zeige ich euch jeweils drei Vereine und du musst versuchen, daran den Bundesligaspieler zu erraten. Schaffst du alle Fußballer? Dann schreib es nachher in die Kommentare. Dann viel Spaß mit dem Fußball-Transfer-Quiz. Kommen wir auch gleich zum ersten Spieler. Ja, was haben wir da? FC Barcelona. Dann Benfica Lissabon und jetzt Bayer Leverkusen. Welcher Spieler könnte das sein? So, dann schauen wir mal. Grimaldo. Sehr gut. So, zum nächsten Bundesligaspieler. Ja, erstmal Brighton, dann Salzburg und jetzt beim VfL Bochum. Welcher Spieler aus der Bundesliga ist das? Richtig, Bernardo. Sehr gut. So, dann geht's weiter zu den nächsten Vereinen. Jetzt haben wir ja Regensburg, dann SV Werder Bremen und jetzt Heidenheim. Welcher Spieler von Heidenheim könnte das sein? Richtig, ja, Niklas Beste. So, liebe Fußballquiz-Freunde, zum nächsten Spieler. Ja, Saint-Étienne, nochmal ein Verein aus Frankreich und dann Borussia Mönchengladbach. Mir ist gerade der Name entfallen. So, richtig, Frank Honorat, sehr gut. So, gleich ab zum nächsten Spieler. Red Bull Salzburg, dann Österreich Wolfsberger AC und jetzt SV Werder Bremen. Welcher Spieler könnte das sein? Richtig, Romano Schmitz, sehr gut. Wenn es dir Spaß macht, dann danke ich dir für ein Abo und ein Like für Fußball for Fans. So, der nächste Spieler. Atalanta Bergamo, Inter Mailand und jetzt Union Berlin. Wer könnte das sein? Richtig, Robin Gosens, sehr gut. So, ab zum nächsten Spieler. Jetzt haben wir AS Monaco, FC Bayern München und jetzt beim VfB Stuttgart. Wer könnte das sein? Natürlich Alexander Nübel. So, liebe Fußballquizfreunde, zum nächsten Bundesligaspieler. Jetzt haben wir FC Liefering, Österreich, dann Red Bull Salzburg und jetzt RB Leipzig. Wer könnte das sein? Natürlich Benjamin Sesko, sehr gut. So, zum nächsten Spieler. Jetzt haben wir Hannover 96, SV Werder Bremen und jetzt bei Borussia Dortmund. Und erkannt? Natürlich Niklas Füllkrug. So, dann geht's gleich weiter. Was haben wir jetzt? SV Wien Wiesbaden, Darmstadt 98 und jetzt FC Augsburg. Welcher Spieler könnte das sein? Und richtig, Philipp Tietz. Sehr gut. So, ab zum nächsten Spieler. Ja, Stad Reims, dann PSG und jetzt bei Eintracht Frankfurt. Welcher Fußballer könnte das sein? Richtig, sehr gut. Und ich danke dir nochmal für dein Like und für dein Abo. So, jetzt zum nächsten Spieler. Ja, Leicester, dann Tottenham und jetzt beim FC Bayern München. Welcher Spieler von Bayern könnte das sein? Natürlich Harry Kane. Sehr gut. So, ja, liebe Fußball-Quiz-Freunde, hat's dir Spaß gemacht? Wie viel hattest du richtig? Schreib es in die Kommentare. Ich danke dir für ein Like und für ein Abo für Fußball for Fans. Verpasst auch hier meine anderen Fußball-Videos nicht. Bis dann. Tschüss.